kriegt jetzt auch angeblich eine Meldung dafür. Stranger, do you possess the strength to defeat my master? Ja, tue ich. Aber trotzdem erstmal heilen. Komm mal her. Clemmy! Jo, ich... Komm her, Sklave! Ich hänge in allen möglichen Löchern fest, ey. Das ist echt abartig. Sklave, hör auf deinen Meister! Ja, das ist das Geile an den Rocket Boots. Ja. Ein Glück, dass ich sie nicht hab. Das Auge ist gerade rumgeglitscht. Ist das nicht toll? Der Hammer. Ich auch. So, dann hauen wir mal rein. Ich hoffe mal, jo, keine go, go. Ich komme. Hände. Ach so, habt ihr ihn letztes Mal beschworen, als es Tag war oder was? Nö. Sondern? Ihr seid einfach verreckt, einfach so? Nee. Wir sind in den Dungeon gegangen, um zu schauen, was dann passiert. Ach so. Habt ihr ja dann rausgefunden, ne? Ja, das haben wir dann schmerzhaft rausgefunden. Aber ihr habt's rausgefunden. Oh ja. Hast du nicht das Item, dass du nicht zurückgeschossen wirst? Nö. Das ist übelst praktisch. Ja, kann ich mir vorstellen. Stirb! So macht der Boss doch viel mehr Spaß. Ja. Erinnerst du dich noch, wie wir uns am Anfang angestellt haben bei dem? Oh mein Gott. Einfach nur eingekickt. Wiederbelebt, gestorben, wiederbelebt, gestorben, wiederbelebt, gestorben. Und habe ich schon erwähnt, dass wir uns wiederbelebt haben und danach gestorben sind? Nee, hast du noch nicht. Dann wird das höchste Zeit, dass ich mal erwähne, dass wir uns wiederbelebt haben und danach jedes Mal gestorben sind. Ich könnte mal so eine Orb auf den Leib fischen. Bin gleich da. Ach, der ist, dem seine Hände sind am Arsch jetzt. Ist ja. Noch sein Kopf da. Wie, der hat Hände am Arsch? Oh, hier ist eine fliegende Insel. Das wäre witzig. Ja, die habe ich aber schon ausgeräumt. Ach so. Da war Star Fury drin. Ich brauch noch einen. Sun Fury oder Star Fury? Star Fury. Achso, hat Clemmy schon, ne? Ich hab Sun Fury. Blut-Effekte. Wow. Fett. Ach stimmt, da kommt Blut aus ihm raus, aus seinem Shell. Nein, ja, war schon vorher allerdings. Was, kam da jetzt irgendwas Besonderes als Drop raus? Shackle, Crap. Meteorit, Kaktus, nö, kommt nichts. Okay. Dann, Dungeon! Diese komischen Knochen von den Viechern. Sollen wir mal so eine blaue Kerze nehmen und so einen Kingslime hier machen? Ja, mach Wie mal. Macht man denn einen Kingslime? Ja, einfach mit einer blauen Kerze durch die Gegend rennen. Das ist ein verfluchter Schädel. Lass ihn doch verflucht sein. Wir tun danach mal unsere ganzen aufgehobenen Items zusammenlegen später, ne? Bro. So viel hab ich noch nicht aufgehoben. Wir sind Plünderer! Alle Bewohner dieses Hauses, versteckt eure Frauen und Kinder! Ach echt? Das macht keinen Sinn, wir sollten Plünderer sagen, versteckt eure Frauen und Kinder. Genau. Aber egal. Du bist ein schlechter Plünderer, Tom. Gibt's Potions, die man mit Rechtsklick aufheben kann. Oha, die Spikes machen 26 Damage. Ein Glück, dass ich da nicht reingelaufen bin. Ein Glück, dass ich direkt da reingesprungen bin. Toll. Ich weiß. So macht man's. Ja. Knochen aufheben. Das ist ein Big Chippy. Was ich jetzt allerdings mache. Was zur Hölle? Das ist ja voll mies gemacht mit den Spikes hier. Lucky Horse Dingens, machen wir mal dahin. Stoppt! Irgendwie klappt das nicht so ganz mit der Invisible Position. Potion. Invisible Potion? Du hast einen Unsichtbarkeitstrank? Ja. Gut zu wissen. Wie cool ist das denn? Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Scheint aber irgendwie nicht zu funktionieren. Oh, oder vielleicht sagt es. Nice, was ist da drin? Sehr viel. Sag ich gleich, ich werde gerade angegriffen. Ja, bei mir ist jetzt irgendwie nicht viel. Ich finde hier nichts Besonderes. Ich muss mich hier mal reinbuddeln.
Herzlich wenn ich in die Sackgasse gekommen bin. Oh, ja, ach, Baby, hier ist nur ein Blue Moon dabei. Also alles nur Crap, ey. Und ist schon was Crap bezeichnet. 26 Glowstick. Fettes Imba-Schwert. Nur Scheiße. Auch hier, hier ist eine Truhe neben der anderen. Flaming Arrow, Magic Missile. Ah, nur Crap wieder mal. Magic Missile hätte ich gerne. Das ist diese, die man kontrollieren kann, ne? Richtig. Nehme ich dir mal einfach mal mit. Das konnte ich mir schon fast denken. Oh, ein Kobalt-Shield. Ah, Immunity to Knockback, das ist meins. Knockback? Ja, Knockback. Knockback? Ich back mir einen Knock, ey. Das ist mein neuer Spruch anstatt, back dir doch einen Keks. Back dir doch einen Knock. Hier ist eine Kiste, die du wahrscheinlich schon längst ausgeleert hast. Ja, ja, die habe ich schon alle. Das ist ein Herz. Also mach dir keine Hoffnung, denn hier ist der Dungeon schon zu Ende. Hier unten sind einige Skelette noch. Angry Bones! Erinnere mich irgendwie an Angry Birds. Oh cool, hier war noch niemand. Eine Handgun. Und nochmal Glowsticks. Die Handgun können wir mal ausprobieren. Mach ich mal. Obwohl ich glaube, ich brauche Munition. Ja, ja, aber wenn du sie behältst, kann wahrscheinlich der Waffenhändler da machen. Jo. Hier ist schon Lava, wir können uns mal eine Höhle suchen und uns nach unten buddeln. Und vor allem noch mehr Knochenfarben hier drin. Warte, ich nehme mal hier diese blaue Kerze mit. Hm? Wie viele Knochen habt ihr schon? Keine. Och, die Viecher droppen alle Knochen. Keine. Ich habe noch keine Viecher getötet. Kein einziges. Ja. Ich habe schon 17 Bone. Habt ihr noch Spinnennetz? Ich habe komischerweise kein Spinnennetz mehr. Ah, ich habe hab das vorher versehentlich weggeworfen oder so. Hol sie mal her. Hier und dieses blaue Schwert habe ich noch einmal. Ah, das ist Muramasa. Genau. Was habe ich noch so? Ich habe ein Aquascepter. Das habe ich auch gefunden und weggeworfen danach wieder. So, ich ziehe mal meinen Obsidian Skull an, anstatt dem. Hermes Boots. Das macht gar kein Wasser. Lass mir das Amethyst hier mitnehmen für Lichtschwert. Da oben ist noch welches. Hm. So, wenn wir hier bei der Lava sind, dann muss ich mal kurz das Ganze als Mülleimer missbrauchen. So, Leute. Jetzt wird erstmal. Da Meteoritzeug für dich. Ey, heb mal auf, Lemmy. Ey, nicht mir das Zeug zu. Jungs, haltet mal Abstand, bitte. Das cool, hat sonst Invisibility. Sinn. Dani, bitte, sonst tue ich dir ganz viel Müll zu. Night Vision. Was? Ich hab doch gar nichts in Macht. Außerdem macht doch. Okay. Da. Ich hab eh volles Inventar. Increased Arrow Speed and Damage. Cool. Zwei Armbosse kriegst du von mir auch noch in den Kopf geschmissen. Glowstick! Noch mehr Glowsticks! Ab in die Hölle! Hölle, 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 Hölle. Glowsticks! What the f... Okay. Komm mal runter hier. Glowsticks! Leute, komm mal runter hier. Runter hier! Das ist für meinen Geschmack zu viel Lava, ein bisschen in die andere Richtung. Ah, nein. Ich hab schon 7 Knochen. Okay, ich hab 22 oder so. Komm mal hier lang. Wir müssen anständige Höllenöfen finden. Glowsticks.
Oh, oh das holy schnell. Crap. Das hat wehgetan. Komm mal hier. Wir brauchen Schatzkisten der Hölle. Ich bin unsichtbar, aber die Viecher greifen mich trotzdem an. Das nicht ergibt gut. Sinn. Kommt ihr? Ich will die Hölle nicht allein erkunden. Die ist so schön! Zu schön, um alleine erkundet zu werden. Ich bin am Rand der Map, verdammt. Coole Rocket Boots, oder? Clemi. Das ist ein Gargoyle. Ja, ein Dämon oder wie auch immer der Typi heißt. Wow, 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 Absturz. Dämon. Bring ihn um. Der bringt mich gleich um. Bring ihn um. Ah, der macht Lava. Nicht gut. Nee, nee, der Dämon macht keine Lava. Das sind die Schleimer. Wenn die sterben, machen die Lava. Dann hör auf, sie zu töten. Kommt gleich so ein Vieh. Oh, ich sterb gleich. Oh, ich auch. Das ist tot. Oh, oh, keine Feuerschleime. Wir brauchen eine Truhen der Hölle. Höllentruhen. Kommt mit mir mit, erkundet mit mir die Hölle. Nein! Ich wurde geschmolzen. Ah, neuerdings steht er dann überall, wenn man, wie man gestorben ist. Mhm. Ja, das auch mit dem Patch. Lass uns mal jetzt in unser hauseigenes Loch reinjumpen. Ja, ich bin ja direkt hier. Ich meine, wir haben ja jetzt schon so einen. Was soll ich hab so einen Kanickel getötet. Oh mein Gott, jetzt fühle ich mich schuldig. Okay, und wir haben eine Heilschlampe. Hm. Yay, Heilschlampe. Ich krieg keinen Fallschaden mehr, das ist ja toll. Lalalalalala. Nur dank mir. Lalalalalala. Ah, fuck, Demoniterz brauchen wir wahrscheinlich auch noch. Wir hätten die Goldtruhen mitnehmen müssen. Clemi likes to play in Magma. Aha, Clemi. Du spielst also gerne in Magma, so, so. Wow. Mann, wir brauchen die Goldtruhen von unten. Oh, Armstealer. Wie die Dämonen hier rumfliegen. Holy crap. Wo ist denn der Armstealer? Der ist gar nicht da. Holy moly. Die haben eine Life Crystal gedroppt. Vorsicht, Clemi. Langsam können wir mal Laserschwerter machen, oder? Keine Ahnung. Falls du Magic Missile brauchst, ist in der ersten Truhe. Leg ich mal meine beiden hin, ich brauch die eh nicht. Können wir die auch mal ausprobieren, okay. Warte, und ich leg dir da noch, dieses eine Schwert da rein, falls du es brauchst. Muramasa habe ich schon, glaube ich, oder hatte ich. Habe ich irgendwann weggeworfen dann. Okay, falls Clemi braucht. Star Cannon, what? Shoots for stars. Ja, ist meine. Ich nehme mal die Magic Missile. Kann ich die steuern? Ach cool, der Merchant, der verkauft viel mehr Sachen jetzt, ne? Oder? Ich kann meine die Mana ziehen, wo ich möchte. Jo. Sehr cool. Brauchst du Sterne? Nö. Okay, kann ich verkaufen. Nee, nicht verkaufen. Ja, ich dachte, du willst hier mehr Mana machen. Ja, eben. Brauche ich. Das ja, war versehentlich, dass ich gesagt habe. Brauche ich nicht. Eigentlich brauche ich sie. Du bist ja, gut, dass du da die ablenkst für mich, Clemi. Tschüss. Der Egoist ist wieder auf freien Füßen. Oh mein Gott. Das ist noch ein Haus. Noch so ein Dämonenhaus.